Ja, und ich sag mal, ich war gerade im Lagerhaus einsortieren, deswegen bin ich jetzt gerade nicht schlafen gegangen. Und ich sag mal, das Antörn, das war auch ein Vorschlag. Und ich finde das Game, es macht mir richtig Spaß. Also, was willst du eigentlich mit den Redstones machen? Irgendwie. Was denn? Was? Du hast doch hier ein paar Redstones rausgenommen. Ja. Was willst du damit Schönes machen? Dann wirst du es sehen, wenn ich fertig bin. Okay. Warum mal mit Schwarzpulver hier in der drinne? Egal. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. Dass das hier so hinhaut. Nee, ach so, was mir gerade einfällt, wo ich auch Ja. vor uns war, weiß gar nicht, warum ich davon abgelenkt wurde, ist aber jetzt auch gerade egal. Ich hatte dir doch von meinem angefangen mit dem neuen Minecraft-Projekt, da sind wir dann auf Unturned gekommen irgendwie oder so. Nee, und zwar, während ich auf meinem Server bin, nehme ich dann jeden Tag eine Stunde auf, alles auf. Ja. Und beschleunige das dann und leg Musik drunter und er quatscht dann ein bisschen dazu. Okay. Auch schon wieder eine Scheißhexe, ey. Mann. Oh, toll, ich sterb gleich. Einfach so für die Leute, ja, was macht der auf dem Server so? Und es kommt bis jetzt ganz gut an. Sehr schön, freut mich. Ich glaube, nichts ist besser für einen YouTuber, wenn die Resonanz der Zuschauer stimmt. Ja, und ich sag mal für ich persönlich, ich finde ja auch, selbst wenn ich einen Klick hab, finde ich das, freue ich mich drüber. Ja. Ich finde das toll. Also wie einige, die sich ja dann wirklich beschweren, das gibt's wirklich, habe ich schon gesehen, hey, warum habe ich nur so wenig Klicks und sowas? Und sagen dann, gut. Ab so und so viel Abonnenten mache ich das und das. Ab so und so viel ab den Abonnenten kommt das und so. Das finde ich ist die vollkommen falsche Herangehensweise. Eigentlich schon, ja, ne? Ja, manche denken sich dann halt, ja, ich mache mit YouTube das schnelle Geld. Ach, Quatsch. Ist aber absolut nicht so. Da steckt teilweise richtig, Sehr richtig viel viel Herzblut. Arbeit hinter. Ja. Du musst dich halt auch mit deiner Community aktiv musst dich auseinandersetzen, klingt negativ, aber du musst halt aktiv mit deiner Community, mit deinen Zuschauern, musst du halt da sein, präsent sein. Und du darfst auch keine sozusagen, was auch schlecht, was mal schlecht kommt, weiß ich nicht, aber wenn du sozusagen mehrere Identitäten an den Tag legst. Haben ja auch einige gemacht. Das ist ein bisschen doof. Was, denke ich mal, auch gut kommt, Team-Channels, wo dann aber auch von mehreren Nutzern zusammengetragen wird. Okay. Haben halt mehrere ein Channel und jeder lädt halt das für sich hoch. Hat natürlich den zur Folge, dass der Channel mehr Abonnenten hat, weil. Na, die sich halt gegenseitig unterstützen, auch wenn nicht also jeder Zuschauer alles mag. Aber da sind halt mehrere YouTuber in einem Channel vereint. Ja. Das, denke ich mal, hat auch so seine Vorteile. Ja, auf jeden Fall, ja. Und eigentlich war das Ganze ja gar nicht als LP-Kanal geplant, sondern einfach mal so zwischendrin alles Mögliche und. Ja, irgendwie die Resonanz war dann bei den LPs eben relativ hoch. Wobei es in letzter Zeit ja auch ein bisschen abflaut bei dir, oder? Ich bin wieder im Kommen. Ja? Weil ich meine jetzt, was die Community jetzt an Kommentaren bei dir da lässt und Likes und so weiter. Es geht wieder nach oben. Es geht Ja? wirklich wieder nach oben. Okay, sehr schön. Also, es hat einfach.
mit dem Minecraft-Server, das hat gefehlt, sowas hat gefehlt. Wo sie mich auch jeden Tag irgendwie antreffen, mit mir quatschen können. Und das nächste, was ich geplant habe, ist ein Livestream. Aber jetzt nicht so wie jetzt das LPT von Kronk und Sarazar. Nee, über das Hangouts von Google. Was ist mit Google? Es gibt einen Livestream-Dienst von YouTube, Google nennt sich Hangouts. Ah, okay. Und ja, da habe ich mich kundig gemacht, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Und da kann ich auch schön die Spiele und so, meinen gesamten Bildschirm, Livestream und so weiter. Und das ist dann das nächste, was kommen wird. Wann, kann ich noch nicht sagen. Es wird aber auf jeden Fall kommen. Okay. Ja, also ich weiß, ich bin selber stecken geblieben und es hat 1, 2, 3, 4, 5, doch passt perfekt. Und es hat mir auch selber nicht mehr wirklich Spaß gemacht, das Aufnehmen, das LP Let's Playen an sich. Und irgendwie hat sich das jetzt wieder gewandelt. Also es macht wieder mehr Spaß für mich. Und das merkt man auch an den Videos und an den Zuschauern, dass die da wieder begeisterter davor sitzen. Aber du, das hatte Kronk auch mal eine ganze Zeit lang. Ja, der macht es ja auch kommerziell. Ich meine, der muss ja seinen Unterhalt damit verdienen. Also ja, lastet da auch erstmal so ein Schleier von, ich muss mein Geld verdienen, ne? Ja, also ich denke mal, ich glaube, so eine Flaute, die kennt jeder. Aber momentan ist es wieder so, dass ich richtig Bock habe. Zwar nicht immer auf alles, und dann kommt halt manchmal nicht jeden Tag eine Folge. Und das wird auch so angenommen. Ja, da müssen sie ja. Naja, was heißt müssen sie ja? Nö, sie können einfach sagen, nö, D-Abo, wenn er nicht jeden Tag was rausbringt, ja, klar, mach ich nicht mehr. Ja, ja. Aber das ist im Gegenteil der Fall. So, jetzt muss ich mal gucken. Hab ich noch Wasser? Nee. Das muss ich erstmal so schauen. Huch! Ach so, ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Mal wieder wegwerfen. Erstmal was futtern. So, Gunpowder ist hier drinne. Wo kommt denn immer der Gunpowder her? Ich habe doch jetzt gar keine Creeper umgebracht, oder doch? Du Mörder. Na, ich? Die wollen mich mördern. Die sind böse zu mir. Na, dann tut mir das leid. Das sind ganz gemeine Viecher. Okay. Die sind gemein sicher, dass du ihn nicht getan hast? Ja. Warum glaube ich das denn nicht? Selbstschuld. Oh. Ich bin der Liebste der Welt. Natürlich. Natürlich. Ich habe noch keiner Fliege was zuleide getan. Ups, Entschuldigung, Sumse. So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier das rein. Und dann kommt hier. Ach so, ja, das muss ich natürlich bündeln, damit das in die richtige Richtung fließt. Okay, passt soweit.
Und sehr das schön. Passt so nicht. Okay. Also muss ich da noch ein bisschen abtragen. Wird es schon wieder dunkel? Ja. Oh, schon wieder ins Bettchen. Der Sandmann. Ich will den Sandmann noch sehen. Geruhrherd und ins Bett. Ja, ja, ich leg mich mit meinem Schinken. You can only sleep at night. Ah, noch nicht dunkel genug. Nee. Noch nicht dunkel genug. So, und dann können wir auch mal nachher die ganzen Slimebälle benutzen. Dann mache ich halt Sticky Pistons. So. Lalalalalalalalala. Was denn? Ja, ich habe das überlegt, wie weit ich jetzt schaffe im Arsch. Im Popo. Noch ekliger. Du kannst dir auch rektal einführen. Okay, das macht mich irgendwie an. Oh ich Gott. Stell mal vor, es war wirklich so. Oh mein Gott. Also, manchmal geht die Fantasie auch mit mir durch. Wie, das stellst du dir vor, wie eine Schippe in deinem Arsch steckt? Nee, gerade nicht. Ja, 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 hast du gerade zugegeben. Nein, ich... Nein, ich meine mit manchmal geht es, dass ich einfach irgendeinen Blödsinn erzähle, obwohl das eigentlich gar nicht so erzählen wollte. Ach, Geheimnisse erzählt man selten, ne? Hm? Geheimnisse erzählt man ja auch selten. Ja. Also, wenn er tut sich das wirklich in den Arsch. Oh, ich glaube, hier müssen wir jetzt erstmal das Wasser zumachen. Erde klatschen, ich liebe Erde klatschen. Nein, nicht wirklich. Nee. So, hier war ich, jetzt muss ich hier einmal hüpf, 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 Häschen, hüpf, Häschen, hüpf. Häschen hat sich ausgehüpft. Ja, ich weiß. Langeweile. Ich merk schon. Bist du bei dem Bau noch nicht richtig aus? Hier, Doch, ich bin ausgelastet, aber ich bin einfach teilweise geübt zu labern und wenn ich dann irgendwie nichts zu erzählen habe. Laberst du auch gerne Scheiße. Genau. Okay, gut. Nee, ich will ja, beziehungsweise habe ich ja eigentlich irgendwo auch, ich habe ja immer ein kleines Notizbuch bei mir. Echt, ja? Und was steht da jetzt drin an deinem Notizbüchlein? Da steht immer so, wenn mir irgendwas mal einfällt oder auffällt oder begegnet, ja? Was ich im LP für Themen einfach mal anschneiden kann. Das. Ah, ja, ja. Okay. Na, du hast manchmal irgendwie einen Blitzgedanke, wo